Hallo und herzlich willkommen zu Lust auf Lecker. Bleiben Sie dran, wenn Sie mit uns vegan kochen wollen. Und bleiben Sie auch dran, wenn Sie wissen wollen, was Zatter und Dukker sind. Nämlich genau das machen wir heute. Es geht um Fingerfood. Und bei mir ist Birgit. Schön, dass du da bist. Ich freue mich drauf, dass wir jetzt in der nächsten halben Stunde zusammen kochen können. Was machen wir denn heute? Ja, heute machen wir ein bisschen orientalische Küche ist dabei. Fingerfood in erster Linie. Und einmal sind es Gewürznüsse. Dann das, wie du schon gesagt hast, Zatar und Dukka, das kommt aus der orientalischen Küche und sind eigentlich Gewürzmischungen mit Nüssen, die man trocken aufheben kann, die man als Paste verrühren kann. Und das werden wir heute machen und dann auch probieren. Und zum Schluss haben wir Koriander-Crepe mit einer Linsenfüllung. Dann haben wir Zatar und Dukka zumindest in der Theorie mal geklärt. Ja. Gehen wir in die Praxis. Womit fangen wir an? Gut, wir fangen an, glaube ich, mit unserem Zatar. Das ist das Kleinste. Das heißt, das ist in dieser Ecke. Wir haben angeröstet bereits hellen Sesam. Mhm. Wunderbar. Das heißt, was haben wir noch? Dann haben wir Thymian. Mhm. Thymian und wir haben Sauerpfeffer. Mhm. Oder auch Sumak genannt. Mhm. Und vielleicht nimmst du gleich diese schöne Maschine. Das heißt, man kann es auch mörsern, aber wir machen den schnellen Mörser, den elektrischen. Und einfach alles reingeben, alles rein. Und es wird einfach jetzt nur trocken vermischt und ein bisschen klein. Ja, dass es einfach so eine kleine, homogene, gemahlene Masse gibt. Und wir, ja. Einfach Power geben. So, gut, reicht das? Oh, noch vielleicht noch einen kleinen. Ja, schon noch ein bisschen. Es darf ein bisschen feiner sein, ja. Das ist schon gut. Das kannst du raustun. Und dann geht es auch schon um das nächste. Also diese Namen sind einfach Begriffe aus der vom Orient. Und man hat diesen Pasten diesen Namen gegeben. Das, was halt sehr schön ist, man kann es eben sehr gut lange aufheben und es ist ein sehr schönes, ja, ein Aperitif, ein Amuse-Gueule, wenn man so schön sagt, wenn man so kleine Häppchen damit macht, als kleines Fingerfood eben, wenn man Gäste empfängt und so ein kleiner Snack sozusagen vorne weg. Das heißt, wir haben jetzt wieder... Ist das denn jetzt schon fertig? Das ist noch nicht fertig, das heißt, das verrühren wir nachher mit Olivenöl, dass es eine Paste gibt. Mhm. Kannst du gleich machen, kannst aber auch nachher. Ach, machen wir gleich, oder? Machen wir gleich. Gut, dann mach einfach mal so ein bisschen, ja, ich kann mit dem Löffel rühren. Mhm. Und du gibst rein und schauen wir mal, dass das... Du sagst von der Menge, wie viel wir brauchen? Ja, das ist halt, stopp, mal kurz warten. Ja, das reicht dann schon, weil sonst wird es zu flüssig. Vielleicht, dass man ein bisschen Salz reinmacht. Du kannst entweder normal so ein bisschen Kräutersalz, wie du magst. Das ist beim Rezept jetzt nicht angegeben, aber es ist nach Geschmack. Du sagst, man kann es lange aufheben. Ja. Schon im angerührten Zustand oder im Trockenen? Ich würde es im Trockenen und immer nach Bedarf rausholen. Aber auch dadurch, dass es Nüsse sind, die ja fettig sind und angeröstet, soll man es trotzdem nicht länger als ein Vierteljahr. Aber ein Vierteljahr hält sich schon. Mhm. So, ich denke, das reicht. Das schon ist schon mal fertig. Dann können wir es sogar schon. Das auf die Platte machen, oder? Du kannst es auch schon auf die Platte machen. Das nächste ist dann Dukka. Ja. Das sieht gut aus, ja. Okay. Und zwar haben wir wieder gerösteten Sesam. Jetzt haben wir eine größere Menge. Gucken wir hier mal noch ein bisschen Thymian. Was das Schöne dabei ist, dass man beide Pasten oder beide Mischungen auch nochmal vermischen kann. Also man kann Zatar und Dukka zusammengeben und dann hat man eine ganz wilde Mischung. Oder man macht es eben einzeln, was wir heute machen. Das heißt, hier ist dieses Teil wieder. Okay. Wir haben erst hier die Nüsse rein, oder? Nein, erst die Gewürze. Ah, okay. Und zwar haben wir hier angerösteten, trockengerösteten Kumin, Kreuzkümmel.
Lass mal den vielleicht zuerst reinmachen. Das ist schon abgemessen. Mhm. Dann haben wir Koriander auch schon trocken geröstet. Ja. Wie lange röstest du den? Bis es duftet. Okay. Ja, erstmal bis es gut duftet. Man darf es nicht zu dunkel machen, sonst schmeckt es einfach so ein bisschen bitter. Mhm. Und das war jetzt Pfeffer. Pfefferkörner, das ist so ein gemischter Pfeffer. Kannst du ruhig den. Soll ich schon mal? Kannst du schon mal vormörsern? Okay. Ja. Gut? Ja, mach noch ein bisschen. Richtig Stoff, ja. Weil mit den Nüssen zu. Ja, das sieht gut aus. Mhm. Kommen die Nüsse rein. Das sind angeröstete, geschälte Haselnüsse. Ich habe zu spät gesehen, dass man es schon geschält kaufen kann. Ich habe also die Arbeit gemacht. Ja, mit heißem Wasser. Und es ist nicht ganz so spaßig. Es dauert ein wenig. Also, aber man kann es natürlich machen. Und ja. Wie gesagt, Handarbeit, ne? Mhm. So. Wieder angerösteten Sesam dazu. Und diesmal haben wir noch trockene Minze. Und die mischt ihr auch gleich rein. Zack. Ja, gut. So, nächste Runde. Gleiches Spiel wieder. So. Ja, gut. Ist ein bisschen grob, aber das mal. Nee, ist gut, ist ja? Gut, ist gut. Kann man so lassen. Alles klar. So. Jetzt hier das gleiche Spiel. Ja, kann man die. Das gleiche Spiel. So. Da hinein und ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Salz dazugeben. So einen Teelöffel, weil wir haben jetzt schon eine größere Menge. Salz haben wir hier. Genau, ein bisschen Öl dazu und dann haben wir es wieder. Jetzt schütte ich und das darfst du rühren. Sehr gut. Jetzt brauchen wir so ein bisschen mehr. So, schau mal. Ja, ein bisschen, das Trocken ist noch an manchen Stellen. Wie gesagt, man kann es austesten, ob einem das einzeln gut schmeckt oder ob es einem besser schmeckt, wenn man beides mischt. Hier hat man jetzt halt eine Minzvariante und bei dem anderen mehr mit dem Thymian. Das schmeckt schon unterschiedlich. Riecht auch ganz unterschiedlich. Ja. Obwohl eigentlich die Grundzutat jetzt wie Sesam ja ähnlich ist. Nur dort mit anderen Dingen gemischt. Ja, noch ein bisschen. So, dann haben wir auch unser gutes Öl schon durch. Okay, sehr gut. Gut. Nochmal dazu machen. Gut. Genau, was hast du denn ich schon gemacht? Ich habe schon mal angefangen. Und zwar, wir machen unsere Korianderkrepp. Das ist auch Dinkelmehl, 1050, ein Teelöffel Backpulver. Das kann man gerade schon mal so verrühren. Ich brauche ein bisschen dazu rauen Zucker. Hier habe ich so eine Art Ursüße, ein Teelöffel. Und dann mischen wir das Ganze mit einem Mineralwasser. Und wir machen da schon ein bisschen noch Salz dazu. Ich mache mal von dem Kräutersalz. Das ist doch schon fertig. Sehr gut. Vielleicht auch ein bisschen Pfeffer. Ist das schon mal abgeschmeckt? Und ein bisschen machen wir hier schon mal das wieder drauf, dass das wieder schnell hochkommt. Und dann kannst du dich an die Gewürznüsse, so, glaube ich, machen. Die Gewürznüsse. Okay, Nüsse haben wir hier schon. Das ist eine bunte Mischung. Das ist eine bunte Mischung. Was haben wir drin? Macadamia, Pekannüsse, braune Mandeln, Cashew. Braune Mandeln, das heißt einfach ganz normale Mandeln. Ja, normale Mandeln, also jetzt nicht geschält, ja. Cashews. Cashew, haben wir noch irgendwas vergessen? Also man kann natürlich jetzt Walnüsse nehmen, man braucht keine Pekannüsse. Man kann da also, oder man kann Haselnüsse reinmachen, also wie man möchte. Bunte Mischung, je nach Geschmack und Lust, okay. Genau, 2 Esslöffel Honig. Dann reicht uns vielleicht gerade die Menge vom Öl.
Das schauen wir mal. Ja, da kann ruhig, weil dann hat das so ein bisschen, weil es backt ja im Backofen und das karamellisiert dann so leicht. Mhm. Aber damit es eben nicht zu süß ist, haben wir dann noch schöne scharfe Gewürze. Ich versuche mir schon mal meine Crepe hier anzumischen. Kann sein, dass mir das nicht so glatt gelingt. Dann brauche ich dann noch mal deinen schönen Rührteil. Mhm, genau, sag Bescheid. Öl hast du auch gesagt, ein bisschen noch, ja, rein? Ja, mach den Rest Öl rein. Also ja, kannst ruhig, ja. Ist eh nicht mehr viel. Ja, das passt. Passt aber, ja, ne? Man braucht nur einen Esslöffel, also man braucht da nicht so viel. Wichtig ist einfach, dass die Gewürze uns dran halten. Und wir haben statt Chili eine scharfe Mischung. Mhm. Ja, die kannst du ganz reinmachen. Die hast du selber gemischt, oder? Nein, die kann man fertig. Scharfe Mischung. Nennt sich Scharfmacher. Scharfmacher. Ja, gut, nennt sich Scharfmacher. Und die habe ich so gekauft. Ich fand die Mischung ganz schön. Dann brauchen wir einen Teelöffel von dem Curry und 2 Teelöffel von dem Paprika. Wobei wir den Paprika gemischt haben. Das ist einmal edelsüß und einmal geräuchert, sodass wir so kleine Raucharomen drin haben. Mhm. 2 hast du gesagt, ne? Da kommen ruhig 2 rein. Ja. Gut. So, das Ganze einmal vermengen und dann kann es auch schon in den Backofen. Das braucht nicht so lange, höchstens so 7-8 Minuten. Das heißt, zwischendurch immer mal gucken und öffnen und rühren mit der großen Schaufel. Da bist du jetzt gleich mal beschäftigt. So, mhm. Guck mal, und was aus unserem Teig klappt's mit der Hand oder brauchst du doch einen Mixer? Ja, sieht bisher nicht schlecht aus. Das wird sich gleich zeigen. Ich habe jetzt hier ein richtig schönes, gut bitzelndes Mineralwasser mit ganz viel Kohlensäure, damit die so ein bisschen aufgehen dann in der Pfanne. Ich bin dir im Weg, warte, ich stehe aus dem Weg. So. Oh ja, sieht gut aus. Haben wir ein bisschen Salz dran? Nee, Teelöffel Salz, glaube ich, müssen wir noch machen. Teelöffel Salz und dann ist es auch schon gut. Ja, reicht. Ja. Das reicht. Oh, das sieht von der Farbe her schön aus schon mal, ne? Durch dieses Paprika hat es schon mal eine nette... Mhm. Sehr gespannt. Kann man das auch in der Pfanne rösten oder ist das... Ja, in der Pfanne, dann hast du ja nur eine Trockenröst. Also im Backofen hat es eben, ja, wie wenn du Backkartoffeln machst. Es hat ein anderes Röstaroma aus dem Backofen. Und ist ja wahrscheinlich auch gleichmäßiger, weil die Hitze durchzieht und nicht so nur aus. Und es geht halt schnell. Ja, dann einfach schön gleichmäßig verteilen. Dass die nicht so sehr übereinander legen, also schön auseinanderziehen. Ja. So langsam rührt es sich. Ja, das sieht gut aus. So, gut. Und ab in den Ofen. Ja, schon vorgeheizt. Wir machen das hier nochmal auf. So. Vielleicht so in die Mitte rein. Ja, passt. Sehr schön. 200 Grad. Ja. Gut, passt. Ich beobachte 7, 8 Minuten. Das ein bisschen. Ja, kann es vielleicht gerade mal. So, vorsichtshalber, dass wir es nicht vergessen. So, so was, du kommst zurecht hier, ohne Mixer. Was brauchen wir hier noch? Ja, das schaue ich gerade mal, weil ich versuche da möglichst mal nicht zu schweppern. Aber so, das heißt, bis jetzt hast du Mehl drin, Backpulver. Das, genau. Ah, aber ich weiß auch, was du machen könntest. Na, unseren Linsenaufstrich dafür. Okay. Ja, das heißt, da sind die Linsen vorgekocht. Aber dafür brauchst du wieder deinen Mixer. Dafür brauchst du ihn wirklich. Ist so, ja, ich hab's geschafft ohne. Gut. Linsen. So. Was? Rote Linsen. Ja. Gekocht. Wir brauchen dazu ein bisschen Ingwer, Zitronensaft. Mhm. Und Ingwer den ganzen hier oder nur ein bisschen? Geschmack. Also du hast jetzt eine relativ große Menge, also je nach Schärfe. Also es ist natürlich auch ein bisschen scharf. Durch den Ingwer ist aber eine gesunde Schärfe. Gesund, ja. Ja, gut gegen Erkältung. Ein zurück. Ja. So. Ingwer, Linsen, Ingwer. Dann Kreuzkümmel gemahlen. Mhm. 1 bis 2 Teelöffel Senf. Vielleicht 1 Teelöffel reicht. Mhm. Salz und Pfeffern. Und dann glaube ich, ist es, wie weit ist es? Ah ja, kommt. Salz und Pfeffer haben wir hier, ne? Ja. Pfeffer. Ja, müssen wir gerade schon ein bisschen hier runtergehen. Das ist schon zu heiß. Oh. Ja. Ich habe jetzt hier ein Erdnussöl, was man auch ein bisschen höher hitzen kann, zum Glück.
dass da nichts kaputt geht. Gut, Salz. So. Das ist noch ein anderes Salz. Das ist ein Kräutersalz. Das ist eine Kräutersalzmischung, die du da rein malen kannst. Hat einfach ja, nochmal einen anderen Geschmack. Ein bisschen Pfeffer. Pfeffer habe ich, genau. Ja. Ja, dann haben wir alles. Ich muss hier meinen Koriander noch drunter ziehen. Und dann bin ich hier auch durch. So. Sehr schön. Guck mal zwischendrin nach den Nüssen. Ja, ich glaube, die musst du ein bisschen wenden. Das brauchen wir nicht mehr. So, und dann geht es aber auch schon dahin mit unserer Pfanne. Ja, die ist schon ein bisschen schneller am heiß werden. Meine Mischung ist ganz gut. Dann kann ich das hier auch außen vor lassen. So. So, und wenn du das gemixt hast und du gut in der Zeit bist, ja, mach mal, wir gucken. So, los geht's los. Schauen wir mal, wie das mit unseren Crepe läuft. Oh ja, die laufen schnell. Mhm. Ja. Wie es ist gehört für Crepe. Ja. Gucken. Gut, du machst das, ich mix mal derweil. Ja. Ich kümmere mich hier drum. Sind ein bisschen, sag ich mal, dünn. Mhm. Da könnte man natürlich jetzt ein bisschen spielen und sagen, man muss ja immer mal sowas retten, ja. Wir haben ein bisschen Paste und die mischen wir da einfach ein bisschen drunter. Ja? Mhm. Man muss sich ja immer so ein bisschen zu helfen wissen. Okay, damit es jetzt dicker wird. Normal? Ja, normal nicht, aber in dem Fall, weil sonst rollt uns das, weißt du, da nimmst du ein bisschen einfach hier rein von der Paste, mischst das ein bisschen mit diesem Gewürz und schon haben wir was Neues kreiert. Okay, alles klar. Ja? Ja. Also kannst, weil das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Hier, genau. So. Ja. Genau, und machst ein bisschen was hier rein. Woran lag das jetzt? Wahrscheinlich, dass die Linsen zu feucht waren? Wahrscheinlich waren die Linsen noch zu feucht. Ja, das könnte passiert sein. Mhm. Ja. So, jetzt mischen wir da einfach so ein bisschen was drunter. Mhm. So, verrühren das. Gucken, ob das ein bisschen andickt. Ja, ja. Wird. Wird. Ja, so, also solche Sachen passieren halt. Und deswegen, ne? Mhm. Muss man ganz schnell reagieren. Gut. Ja, und sehr gut. So wird das. Das probiere ich jetzt aber mal. Ja, probieren wir, was wir da gebaut haben. So, müssen wir gucken, ob das da. Ah ja, es braucht einen Moment, dass sich löst. Das ist gut. Sehr gut. Ja, mhm. Hey, wir haben was Neues kreiert. Schau. Schon haben wir ein neues Rezept. Im Rezept steht es aber einzeln drin: das eine und das andere. Genau. Für den geneigten Zuschauer, der kann es zusammenbauen. Nüsse vielleicht gucken. Mhm. Nüsse gucken und dann kannst du vielleicht von diesen einzelnen Pasten sowas auf unsere kleinen Brotchen streichen. Naja, kommt. Komm, löst dich. Das immer die ersten wären nicht so schön. Vor allem, wenn man nicht so Geduld hat wie ich. Aber so ist das halt mal. Glück gehabt. Er ist nicht zerbrochen. Gut. Ja. Ist das ganz normales Baguette, oder? Das ist ein Dinkelbaguette, ein helles, vom, in so einem Bioladen von mir gekauft. Und dann kannst du einfach einmal von dieser Mischung, von hier gerade schon nehmen, und dann nochmal von dem anderen. Mhm. Ja, so, immer so vielleicht so zwei Stückchen. Und dann können wir es hier auf einer Platte dann anrichten. Beziehungsweise die Platte ist mir. Nee, wir richten es nicht auf der Platte, sondern du machst es einfach seitlich. Ja? Ja, genau. Sehr schön. So, von dem anderen. Und hier hinten noch. Ein bisschen dekorieren kann man es vielleicht mit so ein paar Pärchen dann von. Ich muss gerade einmal kurz schauen. Was hast du für ein Gefühl, wie das hier aussieht? Hm, vorhin konnte es noch ein bisschen. Ja, stimmt. Hast recht. So, Crepe, wollen wir mal ein bisschen hochfahren. Was die vorher zu heiß war, ist die jetzt, ja, wird ein bisschen.
Und dann machen wir gerade noch einen zweiten, füllen den mit unserer Paste. Ja, ja. Das haben wir gerade noch mal gerettet. Ja. Sehr gut. Geht's gut raus? Ja, rausgehen ist nicht das Thema. Ich gucke nur, das ist, muss vielleicht gerade noch ein Momentchen. Obwohl, ich kann dir die vielleicht schon geben, weil die sind ja schon dünn. Kannst du vielleicht schon einmal eine füllen. Ja? Gibt es die jetzt mal mit der etwas schöneren Seite. Zack, da drauf. Ja, genau, kannst du bestreichen, dann dünn bestreichen, schön eng zusammenrollen, dass wir die dann vielleicht nochmal so schräg in Stücke schneiden können. Hier bräuchte ich gerade mal eine Haushaltsrolle, das da rausziehen. So, wenn man so ein bisschen anhängt, sprüht hier gleich Funken bei mir. So. Bisschen Fett rein. So. Ja, schön eng. Ganz eng. Ganz, ganz eng. Ja, jetzt wird sehr gut. So, und dann machen wir gerade noch einen Crepe. Mal schauen, dass ich das hier reinkriege. Und dass das. So, so, so. Ja, läuft. Guck. Läuft. Ja. Zweimal auf den Uhrzeiger und dann ist ruhig. So. Meinst du, dass die schon sagen, oder Tick, wollen die noch ein bisschen? Einen kleinen Tick würde ich die noch lassen. Ja. Oder? Ach, du bist so hart, du greifst da einfach rein. Kann auch ein Momentchen. Ja? Lass ich nochmal so 5 Minuten. Und du kannst vielleicht ein bisschen dann die Brotchen noch verzieren. Ich mache vielleicht gerade noch mal so 2 Brotchen für die andere Seite. Sonst ist die so traurig. Die traurig, ja. So. Gut. Dann kannst du entweder mit Tomate, nee, oder lass mir die Tomate für die Crepe. Nimmst du ein bisschen von den Kernchen, von unseren Granatapfelkernchen. So, das wird. Sehr schön. Darf ruhig ein bisschen, ja, du bist, darf ruhig ein bisschen dicker ummachen. Ja, okay. Ja, so ein bisschen, weil das Brot ja auch jetzt nicht ganz so dünn ist. Ja, schon sehr schön. Gut, und dann, wenn du das hast, dann kannst du probieren, den schönen Crepe so ein bisschen schräg aufzuschneiden. So, dann hätten wir das mit ein bisschen Geduld, Satter und Ducker auch erstmal geklärt. Sehr schön. In Theorie und Praxis. Ja, ist also, wie gesagt, so ein nettes kleines Amüsgöl. So. Also Crepe backen ist immer Geduldsspiel. Das ist etwas, was ich bei manchen Sachen einfach nicht so habe. Naja, zack, geht doch. Also. Kommt. Dann können wir nicht vielleicht noch einen zweiten aufschneiden, damit der Arme dann nicht so alleine ist auf der Platte. Sehr gut. Oh, so, schön machst du na, das. So ein paar Farbtupfer hier ja, rein. Ja, sehr gut. Mache ich da vielleicht ja, sonst auch noch ein paar Perlchen oder wolltest du das Tomate drauf machen? Nee, Perlchen. Perlchen. Machen wir Perlchen. Und dann brauchst du ein scharfes Messer. Ob das geht, in diesem schräg aufschneiden, dass man vielleicht den Rand zum Naschen nimmt. Ja, und dann gucken, ob du da draus so ein paar, 4 Stück vielleicht. Ja. Schön sägen. Ja, ja, ja. Wird. Sehr gut. So, auch das. Kommt. Nach den Nüssen einmal gucken. Nicht, dass wir die vergessen haben. Ja. Ja, und? Ich habe die Uhr nicht eingestellt. Ich hatte gedacht, wir schauen einfach. Ja, wir schauen. Nee, ja. Das ist gut. Aber es ist, kann noch ein bisschen. Ich denke, wenn die
rauskommen, werden die dann auch fest, weil es ist noch ein bisschen weich, aber das hat was mit dem Zucker, beziehungsweise mit dem Honig zu tun, dass es dann, wenn es kalt wird, ja. Und dann kriegst du jetzt den zweiten Crepe zum Dekorieren. Ist noch gerade ein Momentchen. Gut. Ein Momentchen noch. Aber du kannst vielleicht schon diesen Tomate außenrum. Bisschen Tomate, Koriander schon und dann kommt dir gleich der Crepe entgegengeflogen. Das hört sich gut an. Und wir gucken gleich, ja, wird. Hier auch. Genau, kannst ruhig von beiden Seiten so ein bisschen, oder von einer reicht auch, und vorne ein bisschen grün noch von unserem Koriander. Und so oben drüber, gut. So, ja. Dann wird das noch was mit unserem Fingerfood. Das wird. Das ist noch mal der zweite dann. Mhm. Ich stecke gerade hier hin. Genau. So. Das so, machen noch mal wir gerade schöner mal aus. Machen. Einmal bestreichen. Ich gucke wieder nach den Nüssen und hole die vielleicht raus. Ja, jetzt brauche ich allerdings doch mal. Ich nehme mein Tuch. Ich habe sonst hier auch noch. Gott, es geht. Ein Tuch. Ja, das geht. Zack. Oh oh. Guck mal, mit Schwung. Ja. Okay. Das war zu viel Schwung. Guck mal, ich gebe dir mal die Schale hier. So. Kannst du noch ein paar reintun? Wir schaufeln die dann wieder rein. Das wäre natürlich noch praktischer, wenn man die da reinlaufen lassen könnte. Ah ja, wird. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein Snack, den man abends beim Fußball schauen oder wann immer man irgendwie mit netten Gästen zusammen ist und was doch Gesundes zum Knappern haben möchte, statt Chips und sonstigen süßen Dingen. Mhm. Guck mal, das reicht. Das ist ja auch eine ganze Menge. Es hält sich ja auch ein bisschen, ne? Ein Weilchen. So, okay. Ja, das, mal so. Das sieht doch ganz gut aus. Die haben wir nachher. Afterglow. Genau, machen wir hier gerade noch so ein paar Tomätchen mit hin. Umdrehen, dann ist es nicht ganz so. Ja, sind die kleinen Dinge der Frau, ja, die der Mann niemals gekommen wäre. Die muss halt immer mal so ein bisschen noch spielen. Wäsche der Optik. Alles gut. So. Und dann sind wir auch fertig. So, dann haben wir es geschafft. Einem schönen Abend, schönen Nachmittag, schönen Morgen, je nachdem. Nichts im Wege. Fingerfood kann man, glaube ich, immer essen. Auf jeden Fall. Spannend, sieht gut aus. Ich freue mich drauf. Liebe Zuschauer, wenn Sie auch Lust bekommen haben, Fingerfood vegan selber zu machen, zu kreieren, vielleicht auch mal zu variieren, haben wir jetzt auch gemacht. Ja. Dann herzliche Einladung. Alle Rezepte, alle Informationen finden Sie im Internet, wie immer, auf lustauflecker.de. Freuen uns auch, wenn Sie sich melden bei uns, das Kontaktformular ausfüllen, wenn Sie Fragen haben, Anregungen, auch Kritik. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. Machen Sie es gut und bis bald. Und Sie sehen, kleine Pannen sind kein Problem, man muss sich aber nur zu helfen wissen. Viel Spaß beim Nachkochen.